או שלום עליכם, גוטן אבנט, ליבה צושאואר, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, אס איז שוין מיט אויש הויטה המיטווך, שיעור צו לרנן, בזונדר שיעור, איבר סנגורם של ישראל, דר פרטיידיקר, דר ברמדיקר, פון דם יידישן פולק, der vor mehr als 200 Jahre gelebt und seine Spuren sind bis heute da, Rabbi Levi Yitzchak von Bardichev. Schon dem Namen Rabbi Levi Yitzchak schon bringt das Sgula. Schon zu sagen Rabbi Levi Yitzchak von Bardichev bringt das gesund, Parnose, Naches. Liebe Zuschauer, a starken, tiefen Shalom Aleichem und einen guten Abend bei unserer Live-Shiur. Geben Sie mir bitte nur ein Zeichen, dass Sie sehen gut und hören gut. Und es freut mich sehr, alle Schüler und Schülerinnen, Talmidim und Talmidot, heute beim Shiur zu sehen. Oh, wie schön. Ich beginne mit einer Bracha, mit einer warmen, schönen Tee. Baruch ato Adinoi, Eloheinu Melech Olam, שעקו אל ניו בדבורי. זהר גוט. ליבה צושאואר, איש ורדה בגינן מתפיר פרגן. די פרגן זינד נור אין שיעור ריין צו קומן און ארוורטן צו ארפולן אונזרי גפייסה מדיזה בזונדרי ליכט von Rabbi Levi Yitzchak von Bardichev. Ich beginne mit der ersten Frage. Jeder Mensch weiß, dass am Leben gibt es Reise. Reise mit dem Auto, Reise mit dem Zug, Reise mit dem Schiff oder Reise mit dem Flugzeug. Nur wenn ein Mensch geht auf eine Reise, nimmt er mit Koffer, Chemadanes, Handkoffer, Luggage-Koffer und die ganzen Verpackung und Einpacken und Schicken und Holen kostet der Mensch Nerven. Unsere erste Frage, was kann man machen mit dem Koffer, mit den Chemadanes, was man hält, soll sein 22 Kilo, 25 Kilo, was soll ich nehmen, was soll ich nicht nehmen? Es dreht die Magen. Das ist unsere erste Frage. Was kann man machen mit dem Koffer beim Reise? Soll die ganze Reise soll sein soll sein gut gelungen und ohne Probleme. Ich gebe euch heute eine Patent, eine geprüfte Patent, Copywriting Patent. Die zweite Frage ist von unserer Parashat Shavua. Yitzchak liebt seinen Sohn Esav. Er weiß, dass von Esav wird kommen Shmaya, Avtalion, Rabbi Akiva, Antoninos, große Menschen. Er unterschätzt nicht böse Leute. Das ist sein Sohn. Und Yitzchak ist blind, er liegt am Sterben und er sagt seinem Sohn Esav, Aseli matamim kasher ahavti, bring mir bitte schmackhafte Essen, so wie ich gerne esse. Und unsere zweite Frage, Yitzchak Avinu, so ein Tzadik, der ist nie weg von Eretz Israel, das will er vor seinem Tod ein Steak El Gaucho von Argentina. Also was will Yitzchak Avinu? Das ist sein letzter Wunsch. Matamim, schmackhafte Essen von Wald. Wie kommt es zu unserem großen Vater Yitzchak, dass er von seinem Sohn vor seinem Tod so eine ungewöhnliche und sogar unverständliche und komische Bitte sagt er zu seinem Sohn, mach mir ein Jagdfleisch
zu essen vor mein Tod. Wie kommt das, wie passt das zu unserem Vater Yitzchak Avinu? Das ist unsere zweite Frage. Die dritte Frage, liebe Zuschauer, die freut mich, dass ihr seid heute alle da. Oder viele bekannte Namen sind da. Die dritte Frage ist, die höchsten Tag am Jahr, Yom Kippur, gibt einen besonderen Mensch, der heißt Kohen Gadol. Kohen Gadol geht rein in Bet HaMikdash, in Jerusalem, in Kodesh HaKodashim. Aber mit welcher Farbe von Kleider? Mit weißen Kleider. Und nicht mit seinen normalen 8 Kleider. Von Gold, von Zitz, von Urim Vetumim, von Diamanten. Wenn er geht rein in Kodesh HaKodashim, geht er nur mit weißen Kleider. Und unsere dritte Frage heute, warum am Yom Kippur, so ein heiligen, besonderen Tag, geht der Kohen Gadol rein zu dem heiligsten Ort, wo man kann Hashem begegnen, mit weißen Kleider. Warum nur mit weißen, reinen, seidenen Kleider? Es reicht nicht zu sagen, dass seidene Kleider sind gegen Samach Mem. Sie wissen, seidene Kleider nach dem Tod achrichen, schützen von negativen Kräften. Der Kohen Gadol ist doch ein Tzadik. Warum geht er am Yom Kippur nur mit weißen Kleider? Warum soll er nicht tragen seine normale 8 Uniform? Die steht geschrieben in die Torah, im 2. Buch Moshe, in Tizave. Big de koidesh lechoved u letifores. Besondere Kleider zum Ehre und zum Lob. Das ist unsere dritte Frage. Die vierte und die letzte Frage und dann beginnen wir mit unserer Shiur. Der Baal Shem Tov, Rabbi Yisroel Baal Shem Tov, hat einen Tag gekommen zu dem Bet HaKnesset, zu der Synagoge, mit guter Laune, mit Freude, mit starker Simche. Und hat man gefragt, Rebbe, was ist passiert? Makara? Sagt der Baal Shem Tov, Neshama Gdosha yarda laolam, a große Neshome ist runtergekommen in der Welt. Nun, nach ein paar Stunden, der Baal Shem Tov sagt seine Schüler, sollen sie verlangen am Tisch noch einmal Branfen mit Lekach. Lekach ist Honigkuchen. Und die Schüler sind doppelt überrascht. Rebbe, wir haben schon heute gesagt, Lechaim. Wieso noch einmal Lechaim? Sagt der Baal Shem Tov, diese große Neshome, es ist nicht ein einfacher Mensch. Er wird verteidigen und reden gut über Am Israel und Am Israel braucht Fürsprecher. Am Israel braucht Leute, die über denen gut gesprochen wird. Und heute ist geboren Rabbi Levi Yitzchak von Bardichev. Am dem Tag, wo der Baal Shem Tov hat zweimal gesagt Lechaim und einmal gegessen Lekach, ist geboren der Baal Shem, der Rabbi Levi Yitzchak von Bardichev. Liebe Zuschauer, ich wiederhole schnell unsere Fragen und wir beginnen mit dem Shiur. Die erste Frage war, was soll man machen, um leichte Flughafen haben? Um leichte Flugschmerzen zu haben. Die zweite Frage war, warum Yitzchak Avinu vor seinem Tod erwartet von seinem Sohn, soll ihm bringen schmackhafte Essen, ein Stückel Steak. Und die dritte Frage, was wir haben gestellt, warum der Kohen Gadol, der Oberpriester, der geht einmal im Jahr am Yom Kippur zum Kodesh HaKodashim, warum geht er rein mit Big Day Lover, mit weißen Kleider und nicht mit seinen Urim Vetumim? Liebe Zuschauer, wenn es euch interessiert und ihr wollt heute lernen und ihr seid gut drauf und ihr hört gut und ihr seht gut,
gib mir ein Zeichen von 2-3 Leute, dass alles gut ist, Bezrat Hashem, und wir beginnen und reisen zu unserer Shiur. Oh, oh, sehr schön. Gut, dann liebe Zuschauer und auch welcome alle unsere Gäste, die gekommen heute zum Shiur. Bei diesem Shiur braucht man nicht viel zu schreiben, nur wenn ich gebe Zeit zu schreiben oder zu fragen, sonst braucht man Ruhe an der Chat und lasst uns zuhören. Alle sind herzlich willkommen. Gut, dann beginnen wir. Liebe Zuschauer, ich beginne mit euch heute zu teilen ein Geheimnis. Jeden Mensch, der übernimmt eine lange Reise, hat Reisefieber, Kofferfieber, Chemadanenfieber. Er hat Angst, vielleicht ist es Übergewicht, vielleicht wird sein Probleme, vielleicht sein Chemadan wird verloren gehen. Der überlegt, was soll er mitnehmen mit der Hand, was soll er schicken. Zum Beispiel religiöse Juden schicken nie ihre Talit und Tfilin mit dem Koffer in den Bauch von dem Flugzeug. Sie wollen das immer in der Hand nehmen. Religiöse Frau wird nicht schicken ihre Perücke oder wichtige Sachen mit dem Bauch von dem Flugzeug. Wenn einer fährt mit einer Torah-Rolle im Flugzeug, muss er das behalten bei sich in der Hand, die ganze Reise. Deshalb erzähle ich euch eine Patent. Bei meiner letzten Reise in Israel, wo wir sind zurückgekommen nach Deutschland, Baruch Hashem, mit vielen Büchern, mit vielen guten Sachen, mit einem Buch, die habe ich geschrieben auf Hebräisch über heilige Gräber in Deutschland. Wir haben sehr viel gebracht. Was habe ich gemacht? Ich habe genommen einen Zettel und ich habe geschrieben auf dem Zettel Rabbi Levi Yitzchak ben Sara Soshe von Berdichev und genommen den Zettel und gelegt den Zettel in den Chemadan. Ich wiederhole, nehme euch einen Zettel und schreibe auf dem Zettel Rabbi Levi Yitzchak ben Sara Soshe von Berdichev und lege diesen Zettel in den Chemadan. Es wird alles gut sein. Wenn es nur 2-3 Kilo wird sein, kein Problem. Der Chemadan wird nicht verloren gehen. Aber in dieser Zeit in der Welt jetzt, wo die Welt ist ein bisschen Meshuggah und Banana, und Menschen haben Angst, was wird sein mit Papieren, mit PCR, mit PVC, mit CBN, mit TBR, keine Ahnung. Man hat Meure von so vielen Sachen. Habe ich gesagt, Hashem, bitte, du bist der Größte. Wenn meine Reise wird sein, gut, schön, blockadenlos, problemlos, schmerzenlos, unfalllos, sofort, wenn ich komme zurück nach Deutschland, Bezrat Hashem will ich machen Shiur Toda zu Hashem und ich werde reden über Rabbi Levi Yitzchak von Berdichev. Gedacht, getracht und gemacht. Also meine erste Live-Shiur nach einer langen Zeit ist heute. Ich habe geschrieben den Namen von dem Tzadik Rabbi Levi Yitzchak ben Sara Soshe von Berdichev. Und ich gebe euch heute, meine liebe Schüler, diesen Tipp. Wenn ihr fährt irgendwo in Zug, in Schiff, in Flugzeug und ihr wollt keine Probleme mit den Chemadanes, mit dem Koffer, für die Reise an sich, da gibt es Tfilat HaDerech. Da gibt es ein Gebet für die Reise. Aber gut, ich werde jetzt nicht Hashem belasten mit meinen Chemadanes, mit meinen Koffer. Die Pfefferminz. Ah, Levi, mein Sohn soll gesund sein, hat mir so einen schönen Tee gemacht. Ah, mit Pfefferminz und Ginger. Levi, du bist ein Kanone. Alle Zuschauer sind begeistert
und du hast das so gut gemacht, du kannst weiter noch eine Tasse machen für deinen Papa. Du bist Levi Yitzchak. Wissen Sie, mein Sohn, Levi Yitzchak, seine Beschneidung war an dem Tag von der Jahrzeit von Rabbi Levi Yitzchak von Bardichev, am 25. Tischrei. Darum haben wir ihm gegeben, oh, hier ist Levi Yitzchak aus Schweiz. Hey, guten Abend, mein lieben Freund. Wir reden heute über Levi Yitzchak. Also, Levi, hast du gehört, was habe ich gesagt? Gut. Also, liebe Zuschauer, wir haben gefragt, wie kann man fahren ohne Reiselampe, ohne Reisefieber. Schreibe euch auf einen Zettel, Rabbi Levi Yitzchak ben Sara Sosche von Bardichev, und legt das rein in den Koffer, in den Chemadan. Alles wird kommen, picobello, auch wenn eure Chemadan ist schon von Mythologiezeit. Sie wird ankommen. Gut, gehen wir weiter. Rabbi Levi Yitzchak von Bardichev war eine gute Auge, eine gute Neshome. Der hat bei jedem gesehen, nicht nur die halbe volle Glas, das Optimismus. Der hat gesehen, die reine Neshome, die reine Diamant. Der wollte nie jemand seine nicht gute Seiten sehen. Er wollte immer das Gutes sehen, Sanegoram shel Israel, das Fürsprecher von Am Israel. Und so wie David HaMelech sagt, wer ist der Mensch, Hechofetz Chaim, ohev yamim lirot tov, ein Mensch, der will am Leben nur Gutes sehen. Also König David gibt dir ein einfaches Rezept. Wer ist der Mensch, der will qualitativ und lang leben? Der liebt zu sehen das Gutes. Netzor leshoin chomeiro, also rede nicht über Schlechtes und such den Frieden. Okay. Schon dem Sagen, dem Namen von diesem Tzadik, Rabbi Levi Yitzchak von Bardichev, es öffnet dem alle Himmel. Shefa Mishamayim, das ist ein Name, die gibt größere Shefa auch. Dem Namen Bardichev, schon wenn du sagst Bardichev, hast du schon Kraft. Unsere Vater Abraham, es gibt böse Leute in Sdom und Amora. Und was sagt der Hashem? Ulai yesh 50 Tzadikim betoch ha'ir. Vielleicht, Hashem, gibt es doch gute Leute in Sdom und Amora. Vielleicht gibt es 40, 40. Avraham Avinu sucht sogar bei den Menschen von Sdom und Amora gut, positiv. In jedem Mensch gibt es zwei Seiten. Nefesh Behamis, sein animale, tierische, egozentrische Nefesh, Geist, Seele. Und Nefesh Elokit, göttliche, himmlische, diamantvolle Seele. Die Frage ist, ob du guckst auf den anderen mit menschlichen Augen oder mit göttlichen Augen. Die gucken mit menschlichen Augen, sie können sehr oft sehen bei dem anderen einen Fehler, ein halbes leeres Glas. Deshalb, Avraham Avinu war Sanegor, er war ein Verteidiger von Sdom und Amora. Genauso war Moshe Rabbeinu, genauso war Gideon. Gideon hat gewohnt in Israel, in Ofra. Und Gideon war ein einfacher Mensch, der hat gearbeitet sehr schwer für seine Parnosse. Kein Tzaddik, kein Kabbalist, kein gelehrter Mensch, aber der hat geguckt auf andere Menschen mit gutem Auge. Und ein Tag sagte sein Vater, warum Hashem löst nicht Am Israel von ihren Problemen? Genauso wie Hashem hat ausgezogen die Am Israel von Mitzrayim. Wenn sie waren guten, dann wegen ihrem Verdienst soll er uns auch rausnehmen. Wenn sie waren nicht gut und er hat sie rausgenommen, soll er uns auch rausnehmen. Gleich hat er gesehen ein Malach von Hashem und der Engel hat ihm genommen seine Suppe
Und er hat ihm gegeben eine Wunder mit die Wolle. Guck mal ihn, schafft ihm. Warum? Weil er war Sanegor shel Am Israel. Der hat geguckt in Am Israel mit die positive Seite. Deshalb, Yitzchak Avinu, sein Sohn ist ein Jäger. Nur was soll er machen? Nicht jedem Kind wächst ein Oberzadik von Tel Aviv. In jedem Mishpoche, es gibt Mazel Tov und es gibt Mazel Tov Bombe. Es gibt Mazel Tov manchmal, wo die Kinder sind nicht Eieieier Größe Metzie. Aber es ist mein Kind, es ist mein Leib und mein Leben. Ich habe ihm lieb, mein Kind, bedingungslos. Stimmt, wenn er ist besser, ich bin auch zufrieden, aber wir sind nicht da, um Ergebnis zu bekommen, wir sind da, um zu bemühen. Man kann nur einpflanzen, was kommt, ist Masel. So wie sagt das jüdische Sprichwort, Kinder und Cholent, du weißt, was du legst rein, du weißt nicht, was du bekommst raus. Deshalb Yitzchak Avinu war der Sanegor von Esav. Er weiß eins, mein Sohn kann gut kochen. Er kann gut machen Steak. Ich glaube schon an sein Talent. Er will nicht lernen, soll er nicht lernen. Er will nicht zadig sein, soll er nicht zadig sein. Er will kochen, soll er kochen. Er will sein ein Grillmann, soll er sein ein Grillmann. Grillmann ist auch ein guter Beruf. Glauben Sie mir, als ich habe gemacht die Tora-Einweihung, habe ich gesucht einen Grillmann. Auch für die neue Tora-Rolle, Bezrat Hashem, brauchen wir auch einen Grillmann. Grillmann ist eine gute Sache. Grillmann muss man wissen, muss man geduldig sein. Also, wir haben schon zwei Antworten gegeben. Wenn jemand will Glück in die Chemadanes, soll er schreiben, Rabbi Levi Yitzchak ben Sarah Soshe von Barditsche, das haben wir geantwortet. Yitzchak, warum hat er gebeten, seinen Sohn Matamim, um hervorzuheben, um zu motivieren, um zu sagen, sein Sohn Ingele, ich hab dir lieb. Du willst machen Steak, mach ein Steak. Willst leben in Uruguay, machen ein El Gaucho, willst machen ein Grill, mach ein Grill. Was soll ich machen? Man muss das Beste nehmen von das, was man bekommt. Was soll ich auch verlieren, auch deine guten Talente? Weil es gibt ein paar faule Äpfel im Schüssel, soll ich auch die gute wegschmeißen? Ich muss mindestens die gute retten. Sie wissen, in die alten Zeiten, unsere Oma hat gemacht von dem Rest von den Persikes, von den Pfirsich, ein Kompott. Ah, man konnte lecken die Finger mit dem Teller. Sie haben genommen eine alte Pfirsich und sie haben gekocht und geschnitten auf die Seiten und sie haben geguckt, wie kann man von dem faulen Pfirsich noch alles wegschmeißen? Aber heute, die Welt ist am Schugene. Und manchmal nimmt man eine schöne Äpfel, sieht man Kinderlach, manchmal nimmt man eine schöne Äpfel, macht man ein Biss und will man schon den Biss wegwerfen. Sagt Yitzchak, nein, werfen soll man nicht. Von jedem Kind soll man seine spezielle, besondere, einzigartige Charakter herausfinden und ihm nachher bringen. Dann gehen wir weiter. Der Kohen Gadol, der Oberpriester, ist ein Manhig, Einführer von Am Israel. Er geht für uns am Yom Kippur zu beten. Und wir wissen, Am Israel hat einmal Leide vermasselt. Bei dem Cheta Egel, bei der Sünde und bei dem Fehler von dem goldenen Kalb. Der Kohen Gadol, wenn er geht jetzt als Verteidiger zu dem Richter, Shofet HaOlam zu Hashem, um zu beten für sein Volk, er will nicht jetzt kommen mit Kleidern von Zahav, von Gold. Er kommt nur mit weißen Kleidern, so wie ein Engel. Weil er will nicht Hashem, Chas v'Shalom, etwas nicht positiv reden über sein Volk Israel. Das machen schon genug andere Leute. Meine Aufgabe ist, bei meinem Papa zu reden nur schön über meine Brüder und nicht erinnern mein Papa den Fehler von meinem Bruder. Deshalb der Kohen Gadol, der kommt rein in Bet HaMikdash, er muss lernen zu Hashem Sanigoria,
ist unser Dolmetscher, ist unser Verteidiger, ist unser Fürsprecher, ist unser Guturteiler, ist unsere Empfehlung. Ist unsere Empfehlung. Und damit soll nicht sein Kitrug. Auf Chetta Egel, der Kohen Gadol, geht rein mit weißen Kleidern, auch heute. Die Damen, die Frauen, sie sollen nicht tragen am Yom Kippur goldenen Schmuck. Sie soll kaufen eine Perle, sie soll tragen eine silberne, sie soll tragen eine Swarovski, meinetwegen. Sie sollen tragen andere Schmonze, es gibt genug schöne Sachen. Aber Gold soll man nicht tragen am Yom Kippur. Und warum soll man Gold nicht tragen am Yom Kippur? Weil das zeigt und erkennt und beweist und signalisiert auf nicht schöne Sachen. Und soll man niemand erinnern seine schlechte Vergangenheit. Soll man nicht sagen, ein Mensch, oh, du bist bald Tschuwe. Soll man nicht sagen, ein Mensch, oh, du warst früher so und so. Nein, soll man nur sagen, die schöne Sachen. Gut, dann haben wir schon auf drei Fragen geantwortet. Ich wiederhole, gute Chemadanes-Reise zu schreiben Rabbi Levi Yitzchak ben Sarah Soshe von Barditschew. Yitzchak will von seinem Sohn schmackhafte Essen, weil will dem Potenzial von seinem Sohn soll machen das Beste, was kann, weil hat ihm lieb, bedingungslos, und will nur auf ihm zu gucken mit schönen Augen auf die Kinder. Wenn wir als Eltern werden nicht glauben an die Kinder, wer soll glauben? Der Lehrer? Die Schule? Die Nachbarn? Wer? Wir Eltern, das ist unsere Aufgabe, immer zu lernen, seine Gori auf unsere Kinder. Gut. Jetzt beginne ich, die Wörter von Rabbi Levi Yitzchak von Barditschew euch zu bringen. Die sind schön einmalig. Rabbi Levi Yitzchak mit Barditschew war nicht nur ein guter Mensch und nicht nur ein großer Tzadik. Der war ein größer Rebbe, ein größer Talmid Chacham und ein größer Kabbalist. Sagt im 5. Buch Moshe in Shoftim, also das ist einer von seinen Büchern, das heißt Gdushas Levi. Und sagt etwas sehr interessant und ich zitiere. Wenn einer guckt auf die anderen Menschen mit Barmherzigkeit, mit gutem Auge, guckt man auf ihn auch von Himmel mit gutem Auge und Barmherzigkeit. Und wenn einer ist mit den anderen Menschen immer links und kritikvoll, auch von Himmel guckt man auf ihn genauso. Wow. Ich lese euch jetzt etwas. Es ist Hammer. Rabbi Levi Yitzchak bringt uns von dem Zohar. Es gibt einen Eingang in Gan Eden, die 5. Eingang. Dieser Petach zu Gan Eden heißt Sanegoria. So heißt die 5. Eingang. Diesen 5. Eingang zu Paradies, zu Gan Eden, zu Garten Eden, ist zuständig auf das Gutes und auf die Empfehlungen von Apotropus Matata Saragadol Michael. Also es gibt einen Malach, einen Engel, der heißt Michael. Und Michael ist derjenige, der sitzt im 5. Tor in Gan Eden und guckt in deine Akten, wie viel Mal in dein Leben hast du über andere Leute gut gesagt, gut empfohlen und gut gedacht? Hallo, Shalom Rabbi Shlomo, wie geht es dir? Gut, Baruch Hashem. Wer spricht? Die und die von Berlin. Kannst du mir bitte eine Empfehlung schreiben? Opa. Jeder Mensch, wo man muss schon was schreiben, kriegt man schon Krämpfe. Warum kriegt man Krämpfe? Warum soll man nicht gleich schreiben Empfehlung? Stell mal vor jetzt, hallo, Shalom,
Hier ist Gericht von Darmstadt. Sind Sie Rabbi Shlomo? Ja. Es gibt hier eine Familie, Sie sagen, Sie können über sie empfehlen. Über die Mutter oder über der Papa. Ups, da musst du schon überlegen. Seine große Sache zu sein, ein Sanegor, ein Verteidiger. Seine große Sache, warum? Weil jeder Mensch, der wirklich denkt über andere Leute, du denkst nicht über andere Leute immer positiv. So wie sagt Rabbeinu Asher, die Neigung von den meisten Leuten ist, das Negativ von dem anderen zu heben und das Positiv zu reduzieren. In unseren Augen hat unser Hashem gemacht viel Weiß und kleine Schwarz. Warum kleine Schwarz oder Bläu? Damit sollen wir gucken, die guten Sachen von den Leuten in Weiß und die Flecken, die Fokus in Klein. So ist das. Deshalb sagt Rabbi Levi Yitzchak von Berditschew, und ich wiederhole, es gibt ein fünften Tor in Gan Eden. Wer sitzt dort, liebe Zuschauer, sag mir, schreib, wer sitzt am fünften Tor von Gan Eden? Engel Michael, Cornel, jafe meod, sehr schön. Sehr, sehr schön. Dieser fünften Tor in Gan Eden ist Sanegoria. Dort wird dokumentiert, wie oft hast du gute Sachen über Menschen gedacht, gesprochen und getan. Rabbi Levi Yitzchak von Berditschew war nicht nur ein Mensch, der über Menschen Gutes gedacht. Der hat das auch gesagt. Und das ist die Besonderheit. Das, was du willst, soll man über dich denken, das sollst du auch denken über den anderen. Jetzt kommt von Rabbi Levi Yitzchak, unglaublich, halt euch fest. Hashem chofetz leman tzidkoi, Hashem sucht, du sollst seine Kinder zum Guten urteilen. Und steht geschrieben in Iob, Kapitel 33, und das sagen wir auch bei Kaparot, wenn es gibt ein Engel von 1000, der redet über dich gut, er kann dir Leben schenken. Was heißt das? Im Yeshalav Malach Echad Melitz, Mini Elef Matzatikofer, ich erkläre euch, es ist eine gewaltige Sache. Stell mal vor, ein Mensch gibt es 999 Menschen, die über ihm schlecht, dunkel, hart, bösartig reden, denken, handeln. Aber der hat ein Verteidiger, ein Sanegor, ein Freund, ein Rebbe, ein Engel, was weiß ich. Malach hat einen guten, meschugener Verteidiger, kann dir Chancen geben, dein Leben zu retten. Es ist unglaublich. Iov 33. Shalom, Shalom, Burge. Ja, ich habe gesehen, braucht man nicht dreimal zu schreiben. Schreibt man einmal. Konzentrieren auf das, was man lernt. Habe ich gesehen? Shalom, Uvracha, reicht einmal. Hashem will, soll man reden, Gutes über seine Kinder. Und wenn ein Engel redet gut, ist schon die ganze Sache anders. Wenn alle sind gegen dir und reden über dir schlecht, denk dran, dass wenn du über jemand Gutes denkst, kann sein, dass er wird über dich zurück gut denken. Was heißt das? Ich erzähle euch eine Geschichte. Es war in Amerika ein großer Rebbe, sein Name war Rabbi Eliezer Silver. Und er hat gewohnt in Lakewood. Das ist ein religiöses Viertel.
Es gab dort einen alten Jude, der hat überlebt die schlimmen Zeiten Deutschlands. Und er hat ihn mehrere Mal eingeladen, zu kommen in die Synagoge zu beten. Und immer hat er gesagt, nein, nein, und sehr hart und sehr verbittert. Einen Tag fragt Rebbe Eliezer Silver, der Jid, warum kommst du nicht in die Synagoge zu beten? Sagt er, das, was habe ich in KZ erlebt, es hat mir die Glaube genommen. Sagt er, was hast du gesehen? Sagt er, ich erzähle dir. Es war ein Jid, ein Jude, der hat ein Sidur, ein Gebetsbuch, eine, der einzige in KZ. Und die Menschen haben ihm gegeben Brot von ihrer kleinen Speise essen, damit soll er denen diesen Buch, dieses Sidur, dieses Gebetsbuch leihen, borgen für eine kurze Zeit. Wenn jemand in solcher Zeit denkt über seine Guthaben, um zu verdienen von seiner Sidur, mit so einem Volk will ich nicht mehr beten. Der Gier zum Geld hat keine Grenze. Im KZ borgt er und verkauft er seine Sidur für Leute, für ihre letzte Brot. Mit diesem Glaube will ich nicht mehr zu tun. Rabbi Eliezer Silver sagt ihm, ich verstehe dir, aber denk dran, wie viele hunderte Leute waren bereit zu bezahlen und zu geben ihre letzte Brot für das Gebetbuch. Vielleicht gibt das eine andere Perspektive. Warum entscheidest du zu sehen, nur diesen Mann, der hat seine Sidur für andere Leute für Brot oder Geld geborgt? Warum guckst du nicht auf die Dutzende Menschen, die waren bereit zu verzichten auf ihre letzten Brot, auf ihre letzten Geld, um Sidur zu haben? Das heißt, jede Sache in dieser Welt hat eine andere Perspektive. Was heißt das? Liebe Zuschauer, Sie wissen, jeder Mensch, der tut etwas, du kannst denken über ihn gut oder negativ. Wenn einer hat gegessen Fleisch und danach hat er getrunken Kaffee mit Milch, wenn einer ist, Rabbi Levi Yitzchak Mibarditschew, sagt er, er hat bestimmt getrunken Sojamilch. Und auch wenn das ist 100% Milch von Kuh, Rabbi Levi Yitzchak Mibarditschew wird sagen, er hat nicht gegessen Fleisch. Und auch wenn er hat gesehen, dass er hat gegessen Fleisch und danach hat er getrunken Milch von Kuh, Rabbi Levi Yitzchak Mibarditschew wird sagen, er weiß nicht, das ist verboten. Das heißt, ein Mensch, der geht an dem Weg von Rabbi Levi Yitzchak Mibarditschew, stört ihm die Sünde, nicht der Mensch. Wenn einer von der Gemeinde hat gesündigt, sag die Wahrheit mit Hand auf dem Herz. Was tut dir weh? Sein Tat oder dass der Mensch hat der Tat gemacht? Wenn es tut dir weh, der Mensch, das er hat gemacht, also du bist gegen ihn, du bist nicht Rabbi Levi Yitzchak von Mibarditschew. Wenn es tut dir weh, die Tat, wie kannst du sowas tun? Da bist du ein guter Mensch. Stört dir der Mensch oder stört dir sein Tat? Der Tat ist nur eine Erklärung, dass du der Mensch nicht magst. Du suchst nur dem Tat, um ihn zu feuern. Mit Geld, mit Frauen, mit Drogen, mit anderen Schmonzes. Du magst ihn nicht. Weil wenn du jemanden magst, du weißt, dass jeden Mensch macht Fehler. Und Rabbi Levi Yitzchak sagt mir, Mibarditschew, guck, trenne zwischen dem Mensch und seinen Taten. Wenn Rabbi Levi Yitzchak von Mibarditschew hat gesehen, einer, der fastet nicht am Tisha B'Av, er hat gesagt, bestimmt ist er krank, bestimmt weiß er nicht, dass man am Tisha B'Av nicht essen darf. Und ich möchte mit einer letzten Glaubensrichtung von Rabbi Levi Yitzchak beenden. Rabbi Levi Yitzchak war ein Mechuten, auch mit dem alten Rebbe. Und in die Hochzeit, in die Heiratsurkunde,
hat er geschrieben etwas sehr interessant. Und das hat mir total gefallen. Er hat geschrieben in die Einladung von der Hochzeit: Die Hochzeit von meiner Tochter wird sein in Jerusalem, in Eretz Israel, in Bet HaMikdash. Und wenn bis die Hochzeit Moschiach Zidkenu wird nicht kommen, die Hochzeit wird sein in Bardichev. Jetzt verstehe ich, von wo hat Rabbi Levi Yitzchak von Bardichev so viel gute Auge. Gute Auge kommt von einer guten Emuna an Gott. Auch Hashem hat wunderbare Geduld. Auch Hashem hat wunderbare Geduld. Auch ich habe wunderbare Geduld. Es gibt in meinem Kanal Menschen von allen Sorten, von allen Glaubensrichtungen und auch Juden, die schreiben im Namen von anderen Religionen, um zu provozieren und machen freilich. Aber es stört mich nicht. Warum? Weil sie sitzen bei uns und lernen Torah. Und wenn jemand versucht, seine Ware mit Gewalt zu verkaufen, etwas stimmt nicht. Gute Ware kommst du von alleine. Gute Ware bist du hingezogen wie Schmetterling. Rabbi Levi Yitzchak von Bardichev, und damit will ich schließen, mit 45 hat er begonnen seine Karriere in Bardichev. Bis dahin hat er nur Lokschen gegessen. Nur Probleme in Rakschow, in Lemberg, in Kutschin, in viele, viele Städten hat man ihn Zores gemacht. Mit 45 ist er gekommen nach Bardichev und 210 Jahre danach, Rebbe Levi Yitzchak ohne Chassidut, ohne Rebbe, bleibt heute wach in unseren Herzen. Das ist ein besonderer Mensch. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Rabbi Levi Yitzchak von Bardichev ist am 25. Tischrei von uns gegangen. Warum? Er war das letzte Mal Fürsprecher am Rosh Hashanah und Yom Kippur. Und dann, nach den Feiertagen, wo er hat gesehen, dass alle haben Shana Tova und Metuka, hat er zurückgegeben. Also, liebe Tzadik, Rabbi Levi Yitzchak ben Sarah Soshe von Bardichev, ich, Shlomo Raskin ben Henya Rivka ורב יהושע, will dir sagen, Toda Rabba. Der alte Rebbe hat gesagt, über Rabbi Levi Yitzchak von Bardichev, Elokim Tzadik Lemala ורבי Levi Yitzchak מברדיצ'ב Tzadik Lemata. Hashem ist der Tzadik in Himmel und Hashem hat geschickt ein Tzadik, ein Ebenbild von Tzadik. Ohev Hashem et Tzadikim. Wenn Hashem jemand liebt, warum Hashem liebt die Tzadikim? Weil die Tzadikim suchen bei jedem Mensch gute Seiten, positive Seiten. Und wenn du über deine eigene Familie, über deine eigenen Brüder was nicht Gutes sagt, etwas stimmt nicht mit dir. Über eigene Mischproche, über eigene Familie, nach außen, nach draußen, immer noch Gutes sagen. Wer soll sein der Dolmetscher, der Verteidiger, der Fürsprecher für deine Brüder? Wer soll ihm Empfehlung geben? Wer soll ihm es geben? Nur du ist derjenige, du kannst über deine Mischproche, über deine Gemeinde, über deine Mitmenschen denken gut, reden gut und Empfehlung. Empfehlung, Empfehlung, Empfehlung. Mit guter Empfehlung kannst du Menschen finden, geben einen guten Job. Mit guten Empfehlungen kannst du Menschen helfen, zu haben eine gute Wohnung. Mit guten Empfehlungen kannst du Menschen helfen, guten Heiraten zu haben, gute Business. Ich habe nicht gesagt, jetzt blind zu sein und bei Menschen nicht die Fehler zu sehen. Aber jeden Mensch hat gute Seiten. Und das zeigt uns Rabbi Levi Yitzchak von Bardichev. Liebe Freunde, ich hoffe,
dem Schiur heute hat euch gefallen. Es war mir eine Vergnügen mit euch zu lernen. Bleibt gesund und stark. Ich werde euch noch ein bisschen antworten auf die Fragen.